Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Mafia 2. Wir haben das letzte Mal die Benzinmarken besorgt und sind jetzt auf dem Weg gewesen zurück zu Freddy's, wo ja Joe und Henry warten. Und schön am Essen. Und wie ist's gelaufen? Bestens, die werden sich wundern morgen früh. Sehr schön. Ich sehe schon, Joe hat tüchtige Freunde. Und wir haben es geschafft, ohne den Alarm auszulösen. Yay! Scheiße. Stimmt was nicht? Das kannst du laut sagen, dass was nicht stimmt. Diese Marken haben nämlich ein Ablaufdatum und das ist zufällig morgen. Und was genau bedeutet das? Das bedeutet, dass sie dann verdammt nochmal wertlos sind. Aber warte mal. Wenn du sie bis Mitternacht an den Tankstellen abgibst, können die sie abstempeln und einlösen. Also klapperst du jetzt fleißig Tankstellen ab bis Schlag 12, sonst schauen wir in die Röhre. Wenn du sie nicht los wirst, gehst du leer aus. Moment, das war nicht abgemacht. Von dem Ablaufdatum war nie die Rede. Tja, ist eben scheiße gelaufen. Wenn du das über die Bühne bringst, hast du was gut bei mir. Na geh schon. Je mehr Marken du los wirst, desto mehr Kohle gibt's. Verdammt, ja. Das konnte natürlich keiner ahnen. Und jetzt läuft die Zeit. Also auf geht's. Und vorsichtig fahren ist okay, auch immer gut. Auf. Ja, ich passe auf mich auf. Dass der Typ einen immer anquatscht. So, oben rechts läuft die Zeit. Wir können gleich einfach mal schnell auf die Map gucken, dass wir schon mal uns einen guten Weg aussuchen. Ich glaube, beim letzten Mal habe ich das sogar geschafft, alle 6 Tankstellen abzuklappern. Ich weiß noch nicht genau, wie man, also in welcher Reihenfolge man das am besten macht. Ich würde sagen, man nimmt sich die hier, holt sich dann die hier, fährt dann zu der und dann über die Schnellstraße hier irgendwie rüber zu der. Das wären, glaube ich, 6 Stück. Aber ja, schauen wir mal, wie das klappt. Das klappt wahrscheinlich nämlich eh nicht. So, wo muss ich denn jetzt lang? Die ist ja direkt um die Ecke. Ups. Im letzten Mal habe ich irgendwie einen Unfall gebaut und dann haben mich die Cops verfolgt. Und dann konnte ich die Benzinmarken, die letzten, erst nicht abgeben. Das war richtig, richtig knapp. Und ja, weil ich halt noch in das verwickelt war. Aber dann bin ich die gerade so losgeworden. Das war aber scheiße knapp. Hey, hey. Wie wär's mit ein paar Benzinmarken? Und ich suche schon mal die nächste aus. Zack. Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher. Geht klar, Mann. Super. Natürlich hier auch tanken, aber ja, tanken wollen wir gerade nicht. Dafür bleibt gerade keine Zeit. So, und ich habe jetzt auch extra keinen Tempomat an. Ach, hier ist Giuseppe. Weil mit Tempomat, das ist ja bescheuert, jetzt mit Tempomat zu fahren. Also, nicht mit Tempomat, sondern mit Geschwindigkeitsbegrenzer. Das wäre bescheuert. Ein Glück interessiert die das nicht, inwiefern man hier die Straßengrenzen einhält. Gut, ich fahre jetzt auch nicht wie der krasseste Rowdy. Ich fahre schon immer noch ganz vorsichtig. Aber trotzdem zu schnell und auf Abwägen. Aber egal, wie gesagt, das interessiert hier ja keinen. Jo, hi. Das war knapp. Aber wenn wir hier das Auto schrotten, bringt uns das halt auch nichts. Dann fahren wir lieber nicht ganz so schnell, wie wir könnten. Ah, hier ist ja schon die Tankstelle. Hey, wie wär's mit... So. Mit ein paar Benzinmarken. Warum nicht? Das bleibt aber unter uns, in Ordnung? Ja, kein Problem. Gilt aber auch für dich. Sicher, geht klar, Mann. Keine Ahnung, wo ich lang muss, aber so scheint okay zu sein. Mal eben schnell von rechts überholt. Damit rechnet, glaube ich, auch immer niemand so. Also ein normaler Autofahrer. Ah, okay. Scheiß mal auf das Auto. Wir müssen hier schnell unsere Benzinmarken loswerden. Ich glaube, ich bin schon viel zu langsam. Wobei, wenn wir in der Halbzeit halt 3 Stück schaffen, ist ja eigentlich ganz gut. Aber halt für die letzten 3 sind die Wege ein bisschen weiter.
Junge, nein. Nee, du verprügelst mich jetzt nicht. Du kannst deine Mama verprügeln, aber nicht mich. Nein, okay, seine Mama sollte er nicht verprügeln. Das sollte er nicht machen. Hören Sie, ich habe... So, dann wollten wir ja erst hier... Ich weiß gar nicht, ob das so schlau ist. Aber wenn man hier ist... Komm, nee, wir lassen die hier einfach aus. Wir fahren einfach jetzt hier hin und fahren hier rüber zu der und dann noch dahin, weil das ist, glaube ich, ein bisschen besser, weil die hier ist so ganz blöd. Da muss man erst hier so blöd rumfahren, um dann zum nächsten zu kommen. Nee, das will ich nicht machen. Nee, nee. Und dann jetzt erst dahin und dann wieder zurück, ist ja auch bescheuert. Nee, das lassen wir mal. Ein paar Benzinmarken übrig, wenn Sie sie wollen. Sind günstig. Ja, in Ordnung. Immer her damit. Alles klar, hier. Und kein Wort zu niemandem, verstanden? Versteht sich, Kumpel. Bleibt unser Geheimnis. Das will ich hoffen. So, 3 Stück haben wir schon und das ist noch nicht Halbzeit. Das ist eigentlich ganz gut. Trotzdem sollten wir uns beeilen. Wie gesagt, der Weg zu den anderen ist ja ein bisschen länger. Und wir dürfen halt keinen Unfall bauen, weil das wäre echt ärgerlich. Dann schaffen wir es auf keinen Fall. Ich glaube, wir liegen gerade gar nicht mal so gut in der Zeit, aber niemals die Hoffnung aufkommen. Lass mich hier durch. So war es eigentlich nicht gedacht. Aber jetzt die alle vorbeizulassen, ist halt auch blöd. Und dazwischendurch wäre auch schwierig gewesen. Manchmal blenden die einen hier so. Oh, 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 oh. Hier ist die nächste. Hey, So, und dann geht's hier rüber. Puh, da müssen wir aber ganz schön auf die Tübe. Tübe, auf ja, klar, die Tübe sicher. Drücken. Okay, hier mit der Kohle. Klar, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Bin soweit. Die Hälfte der Zeit ist um. Na gut, wir haben schon 4 von 6 Stück verkauft. Geh mir aus dem Weg. Eieieiei. Das kann was werden hier. Man kann leider auch nur die 6 machen, also mehr kann man nicht, aber das schafft man, glaube ich, auch gar nicht, dann noch eine 7. hinten dran zu hängen. Das ist ja komplette Schwachsinn. Das geht nicht. Oh, oh, oh. Hier wird es gleich ein bisschen kompliziert. Aber man kann hier ganz gut fahren. Ach, scheiße, dann ist da noch ein Bulle. Langsamer. Nö, nicht langsam. Zimmer. Was will die Olle denn von mir? So, wir fahren jetzt nämlich einfach hier vorbei und dann interessiert den das gar nicht mehr, wenn wir zu schnell fahren. So. Weiterhin geradeaus. Oh, den interessiert es auch nicht. Ich glaube nur, wenn die längere Zeit hinter uns fahren, interessiert die das wirklich, wenn man so rast. Oh. Hier geht's runter. Muss man immer ein bisschen aufpassen. Mach du schon mal Platz. Hier ist wenigstens nicht mehr rutschig. Boah, das sieht seltsam aus, hier so im Tunnel zu fahren. Aber guck mal, wie lange wir jetzt schon hier rüber gebraucht haben. Gar nicht mal so gut. Hey, Sehr schön. Und dann nur noch die hier. Ja, perfekt eigentlich. Hast du vielleicht ein paar übrige Benzin machen? Aus. Aber Emma, wo hast denn du die her? Ach, vergiss es. Will's gar nicht wissen. Sehr vernünftig. Okay, rück die Kohle rüber. Ja, klar. Ich hoffe bloß, ich krieg keinen Ärger deswegen. Keine Angst. Halt einfach den Mund. Wenn das der Bulle da gesehen hätte, das wäre gar nicht gut gewesen, wenn der das gesehen hätte. Eieieiei. Ich hab den Führerschein. Ich hab's nur ein bisschen eilig. Aber ich pass ja auf.
Und ich hub auch rechtzeitig. Hi. Die machen aber auch immer schön Platz. Ah, oh Gott. Ups, das war ein bisschen knapp. Okay. Aua. Fahrerflucht, Verfolgung aufgenommen. Ups, verdammt. Verstanden. Verfolgung von Rasa aufgenommen. Okay, gib mir ein Bußgeld. Mach Alles mir ein Bußgeld. Klar. Mach Bußgeld, los, los, los. Los. Mit dem Fahrstil ja, bringen okay. Sie noch ist jemanden okay. um. Das los. Gibt einen Strafzettel. Los, los, los. Ist mir lieber, als wenn ich jetzt gleich hier die 6. Tankstelle Danke, nicht Officer. Erreiche. Ich will deine Visage nicht mehr sehen. Ist okay, mach halt mal schneller. So, hey, geschafft. Ich habe ein paar Benzinmarken. Interessiert? Ja klar, sicher doch. Okay, hier. Hier mit der Kohle. Ah, okay. Hier ist das Geld. Danke, Kumpel. Und du hast mich nie gesehen, klar? Okay, das war der letzte. Zumindest habe ich ein bisschen was verdient. Ich sollte zu Joe zurück. Was geht denn hier ab? Warum? Okay. Wird hier voll gehupt. So, das haben wir geschafft. Sehr gut. Ja, am Ende, das musste halt sein, weil sonst hätten die uns ewig verfolgt. Und wenn die uns verfolgen, können wir die Benzinmarken nicht verkaufen. Und das ist schon sehr ärgerlich, da ich das wusste, und da ich auch wusste, dass das so lange dauert immer, da mit dem Bußgeld, habe ich gedacht, okay, scheiß drauf, steigen wir halt direkt mal eben aus. Das hat ja sonst nämlich keinen Sinn. Jetzt fahren wir schnell rüber. Hier auf der Brücke habe ich auch einen Rekord aufgestellt. Wir fahren ja hier nicht 40 Stundenkilometer, das ist ja... Oder? Sind das 40 Stundenkilometer? Ich glaube, es ist irgendeine andere Einheit. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh shit. Unsere Motorhaube. Naja, wird der Motor wenigstens ein wenig gekühlt. Oh, 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 oh. Hi. Mach mal gerade den Wagen. Ach du Scheiße. Oh Gott. Mach mal meinen Wagen heile. 169. Na gut, wir haben ja gut Geld gerade. Ups. Vielen Dank. Und tschüss. Boah, jetzt sieht er wieder hübsch aus. Jetzt fahre ich wieder vorsichtig, weil jetzt möchte ich den ja am besten so lassen. Schön rausgefahren und los geht's. Oh, 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 oh. Hat niemand gesehen? Natürlich wieder ihn gekratzt, hey. Na, aber man sieht nichts. Und schön mit Licht fahren wir. Es wird gerade spät. Oh, ein Bus. Aber man kann, glaube ich, nicht Bus fahren. Ich habe das letztens probiert, glaube ich. Ja, der Bus hält zwar an der Haltestelle, aber er macht die Türen nicht auf. Richtig blöd. Ach so, Fahrer zu Joe. Wir fahren hier gerade nach Hause. Ich dachte, wir fahren nur zu Freddy's. Wieder. Aber offensichtlich sind die fertig mit Abendessen. Ja, dann geht das ja noch. Dann machen wir den Part heute vielleicht ein bisschen kürzer als so die letzten, weil die ja schon immer sehr lang waren. So. Ich glaube, wir müssen einfach nur ins Bett gehen, aber nicht ohne ein kaltes Bierchen. Das ist das Wichtigste vorm Schlafen gehen. Und dann können wir uns jetzt ins Bett legen. Und dann sind wir auch gleich, denke ich, im neuen Kapitel. Kapitel 4. Juhu. Murphys Gesetz. Okay. Also wird ganz viel schief gehen, Leute.
kennt das ja, Murphys Gesetz. Oh Mann. Für die, die es nicht kennen, einfach googeln. Das bedeutet einfach im Prinzip nur, dass alles schief geht, was schief gehen kann. Glaube ich zumindest. Sieh an, wusste gar nicht, dass Joe schreiben kann. Wir haben wieder einen Job. Ein ganz großes Ding. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Da stand aber irgendwas mit Stop by Freddy's Tonight. Knarre und Dietrich hier nicht vergessen. Erstmal muss ich mich anziehen. Eine Hose war wahrscheinlich auch gleich mit bei. Waffen sind hier nicht erlaubt. Ich wollte doch gucken, ob ich Knarre und Dietrich hier mit habe. Was ist eigentlich hier? Ach, noch ein Bad? Ih, wer hat denn da ins Klo gemacht? Das ist ja ekelhaft. Wir machen hier aber noch nicht weiter. Warum habe ich mir jetzt die Jacke angezogen? Das ist eh egal. Obwohl, wenn ich gleich noch eine Folge aufnehme, dann hat man das ja noch. Aber sonst, naja, egal. Auf jeden Fall machen wir hier eine Pause. Und wir sehen uns dann im nächsten Part Let's Play Mafia 2 wieder. Bis dann!